Wenn eine Musikerin wie Solga Better die Bühne betritt, bekommt sie eine eigene kleine Bühne. Dabei will sie sich gar nicht in den Vordergrund drängen, auch wenn sie könnte. Gerade mit dem Stück, das sie hier noch proben. Das Cellokonzert in E-Moll von Edward Elgar. Eines der schwierigsten überhaupt. Schon vor 12 Jahren hat sie für ihre Interpretation einen Klassik-Echo bekommen. Es gibt bestimmte Werke, in denen es so ist, als würde man sie sich selbst aneignen. Das ist vielleicht viel gesagt, weil es nichts zu tun hat mit dem Respekt vor diesem Werk. Es ist vielmehr so, dass bestimmte Konzerte sich mir auf einmal überstülpen, als wären sie ein Teil von mir. Und klar, das passiert nicht mit allen Konzerten. Es ist ein tragisches Werk, das Solga Better schon so lange begleitet wie kaum ein anderes. Berühmt gemacht hat es die große britische Cellistin Jacqueline Dupré. Andere Interpretationen, lange undenkbar. Es ist eines der wenigen Konzerte mit einer besonderen Dynamik zwischen Solist und Orchester. Oft haben wir dieselbe Melodie. In den Kontrapunkten gibt es eine Orchesterbegleitung, in der das Cello sehr laut und das Orchester sehr leise spielen muss. Sonst stützen viele Orchester die Solistin. Aber für mich ist das falsch, weil dieses Konzert tatsächlich bedeutet, die Solistin für sich allein weinen lassen. Im Konzert zeigt sich, Solga Better hat ihre eigene Sprache dafür gefunden und neben Tragik auch Humor. Ich sage immer, es hat ein bisschen was von Tom und Jerry, wie sie sich hinterherjagen. Es dauert gar nicht lang, aber so kurz es auch ist, es lohnt sich, dieses bisschen hervorzuheben. Wenn nicht, verliert es sich sofort und man bemerkt nur den melancholischen Teil des Konzerts. Aber ein Mensch hat ja auch viel mehr als nur eine Eigenschaft. Eben. Und den Klang des Konzerts machen noch ein paar andere Musikerinnen und Musiker aus. Auch solche, die Cello spielen, wie Solga Better, und ganz genau hinhören. Der Elgar ist wirklich Kult. Es ist dieser britische Sound und du kannst nicht wirklich an ihn denken, ohne an Dupré zu denken. Aber es ist total interessant, neue Interpretationen davon zu hören, wie die von Sol. Da sind so viele Arten, wie man sich diesem Stück nähern kann. Dadurch bleibt es für uns Musiker interessant und für das Publikum auch. Umso wichtiger, dass das London Philharmonic Orchestra und die argentinische Solistin auf einer Ebene bleiben und zu einer gemeinsamen Interpretation zusammenfinden. Genauso.